Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Nico Kutzner. Am Sonntag ist die Europawahl und in Hamburg die Bezirkswahl. Und ich habe einen Verbesserungsvorschlag für die Parteien zur Verkehrssituation im Hamburger Süden. Die Bürgerinnen und Bürger werden von der Politik häufig aufgefordert, ihre privaten Fahrzeuge zu Hause stehen zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Die Züge sind gegenwärtig zu bestimmten Zeiten überfüllt. Buslinien kommen verspätet oder stehen zeitnah wegen den Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen nicht zur Verfügung. Es müssten Maßnahmen zur Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs im Hamburger Süden getroffen werden. Und dies sind meine Vorschläge für die Parteien. Erstens. Eine Metrobuslinie von Neugraben über Neuwiedental, Waltershof direkt zum Bahnhof Altona. Zweitens, eine Metrobuslinie von Neugraben über Neuwiedental direkt zur Haltestelle Finkenwerder Fähre. Drittens, Ausweitung der S31 Taktrate vormittags bis 11 Uhr und nachmittags ab 14 Uhr in einem Abstand von ca. 6 Minuten. Viertens, ein Zubringerbus alle 10 Minuten zu den S-Bahn-Stationen. Fünftens, Haltepunkt vom Zug der Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe in Neugraben. Dies hätte den Vorteil für Pendler zwischen Hamburg, der Region Stade und Cuxhaven. Und sechstens, eine Verlängerung der Linie U4 über Veddel, Wilhelmsburg bis nach Harburg. Dies sind meine Verbesserungsvorschläge für die Verkehrssituation im Hamburger Süden, damit mehr Leute auf Bus oder Bahn umsteigen können. Falls ihr auch der Meinung seid, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an kutzner.nico@t-online.de. Ich habe nämlich vor, eine Petition zu starten und brauche dafür eure Unterstützung. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle und ich bin auch gespannt auf eure Meinungen. Teilt dieses Video doch bitte in den sozialen Netzwerken. Und ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank. Und auch vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und bitte tut mir einen Gefallen und geht doch am Sonntag zur Wahl. Und gebt eure Stimme ab, denn nur so könnt ihr eure Meinung sagen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Euer Nico Kutzner.